Die wilden Vogesen, kleine Straßen, enge Kurven, naturbelassene Wälder, acht Pässe und ein seltsames Kloster. Wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran! Auch unsere zweite Tour führt uns wieder von Gerardmer in die Vogesen. Wir überqueren dabei die bekannten Pässe Col de la Schlucht, Col du Petit Ballon, Col de Platzerwasel, Le Breitfürst, Col Amic, Col de Bramont, Col de Grand Bras und den Col de Grosse Pierre. Einige dieser Pässe sind euch vielleicht schon aus unserem ersten Video über die Vogesen bekannt. Wir verlinken euch das Video oben im Bild. Wir verlassen Gerardmer um ca. 10.45 Uhr in Richtung Süden zum Col de Grosse Pierre. Bereits dicht hinter der Stadtgrenze verjüngt sich die breite Straße, bis wir auf die D486 kommen, die wir allerdings auch schnell wieder verlassen. Auf unserer Route bis zum Col de la Schlucht auf 1139 Metern haben wir die Pässe Grosse Pierre und Grand Bas bereits hinter uns gelassen, mit einer kurzen Pause am Lac de Lisbach. Der Lac de Lisbach ist ein Torfmoor mit einer Fläche von etwa 10 Hektar auf einer Höhe von 900 Metern. Ein schön angelegter Fußweg ermöglicht, rundum zu spazieren. Wir haben ihn kurz für euch eingefangen. Es ist wirklich verrückt, weil es eine sehr idyllische Perspektive ist. Man muss sich allerdings nur einmal umdrehen. Und schwupps ist die Duristraße da. Aber trotzdem ist es eine echt schöne Perspektive. Nach der kurzen Pause geht es direkt weiter zum Col de la Schlucht. Den Col de la Schlucht zu fahren ist atemberaubend. Von über 1000 Metern Höhe bieten sich wunderbare Ausblicke in die Rheinebene bis hinüber zum Schwarzwald. Allerdings muss man auf diesem Teil der Strecke auch mit sportlich ambitionierteren Fahrern rechnen, sodass man dem Rückspiegel regelmäßig ein Auge schenken sollte. Wir folgen der D417 weiter durch Sulzerin und Stoßwehr bis Munster. Der Pass ist eine wichtige Verkehrsachse zwischen den Regionen Elsass und Lothringen und immer wieder Etappenteil der Tour de France. Die Passhöhe ist ein beliebtes Ziel toller Wanderwege. Unter www.ich-g-wandern.de findet sich eine Liste schönster Wanderwege rund um den Col de la Schlucht. Das nächste Etappenziel ist Munster, eine kleine Stadt zwischen zwei Tälern. Der ursprüngliche Name Münster, von lateinisch Monasterium, was Kloster bedeutet, erinnert an die deutsche Geschichte. Die Stadt gehörte von 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zu Deutschland. Die Stadt hat heute rund 4.700 Einwohner und ist einen Besuch wert, insbesondere die kleine Altstadt. Der bekannte Münsterkäse stammt aus dieser Stadt. Die heutige evangelische Kirche, hier rechts im Bild, ist die ehemalige Klosterkirche. Das Kloster St. Gregor war ein Benediktinerkloster. Es wurde um 660 durch Herzog Etichu gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Stadt um das Kloster herum. Im Jahre 1791 wurde das Kloster aufgelöst. Die Gebäude wurden im Ersten Weltkrieg weitgehend zerstört. An der Église Saint-Léger verlassen wir die D417 in südliche Richtung auf die D10.3. Die Straßen werden wieder kleiner und es dauert nicht lange, bis wir wieder idyllische Landschaft erreichen. Hinter Eschbach-Oval öffnet sich der Blick in die Landschaft und wir genießen die kleinen Straßen unter blauem Himmel.
Die Straße zu unserem nächsten Streckenposten, dem Col de Petit Ballon auf 1163 Metern, führt uns durch Wald und an lichten Wiesen vorbei. Je höher wir kommen, desto mehr Wiesen sind rechts und links der Straße. Es sind diese typischen ockerfarbenen Graslandschaften, die den Hochvogesen ihren besonderen Charme verleihen. Wir lassen euch einen Teil dieser Strecke einfach mit Musik genießen. Wir wollen die besondere Atmosphäre hier oben auf dem Petit Ballon doch noch etwas mehr genießen und nehmen uns Zeit für einen Zwischenstopp. So, das ist der Petit Ballon hier, oder? Tolle Aussicht. Kleine Pause. Könnte sein. Hier der Blick in die Rheinebene Richtung Deutschland. Nach einer ausgiebigen Aussichtsessens- und Trinkpause geht es weiter. Wir folgen der kleinen Passstraße in westliche Richtung bis kurz vor Sondernach. Wir befinden uns durchgängig auf einer Höhe um die 1000 Meter und das sieht man der Landschaft auch an. Es ist wunderschön. Diese subalpine Landschaft hat es uns angetan. Hier in den Vogesen bildet die Buche die Waldgrenze. Wegen der hohen Windgeschwindigkeiten in den Kammlagen wird sie mit zunehmender Höhe immer kleiner und krummwüchsiger. Daher sind die Berge oberhalb von etwa 1250 Metern von Natur aus waldfrei. Diese waldfreien Flächen wurden vielfach durch Beweidung noch vergrößert. Es gibt sogar eine eigens für diese besonderen Bedingungen gezüchtete Rinderrasse. Das sogenannte Vogesenrind wäre fast ausgestorben. Es wurde mit Rinderrassen aus Skandinavien quasi zurückgezüchtet und ist heute immer mal wieder auf den Hochalmen anzutreffen. Kurz vor Sondernach mündet die kleine Passstraße in die D27. Wir folgen ihr in südliche Richtung zum Col du Platz Vasel. Auf der Route fand an unserem Fahrtag eine Moped-Ausfahrt statt. Immer wieder überholten wir diese kleinen Geschwister. Die Strecke über die Pässe Platz Vasel und Breitfirst sind fahrtechnisch nicht mehr anspruchsvoll. Abgesehen davon, dass dem Motorradfahrer das ein oder andere Mal die Fahrradfahrer im Weg sind. Die Aussicht ist weiterhin sehr schön. Der Breitfirst ist immerhin 1183 Meter hoch und manchmal liegt hier auch im beginnenden Frühjahr noch Schnee. Am Ende der D27 biegen wir links auf die D430 ab, die bekannte Route de Crête, die Vogesen-Kammstraße, die am Col du Bonhomme beginnt und bis Cernay führt. Unbedingt fahrenswert, aber davon mehr in einem anderen Video. Bei Le Markstein sind wir auf die D430 nach Buhl gewechselt. Buhl ist der Einfahrtsort nach Murbach, wo sich unser nächstes Etappenziel befindet, das ehemalige Kloster Murbach. Im Ortszentrum verlassen wir die D430 auf die Rue de Murbach. Wir sind angekommen. Das beeindruckende ehemalige Benediktinerkloster Murbach liegt am Fuße des Großen Behlchen. Es hat eine sehr wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen. Vom Parkplatz aus fällt der Blick zuerst auf einen Teil des Klostergartens, den man zum Portal passiert. Die Abtei wurde 727 durch den heiligen Pirmin gegründet. Der Großzügigkeit seines Stifters Graf Eberhard ist es zu verdanken, dass es das reichste Kloster des Elsass war. Es besaß eine umfangreiche Bibliothek und seine Ländereien erstreckten sich von der Pfalz bis in die Schweiz. Sein Abt war ein sogenannter Fürstabt, der sowohl kirchliche als auch weltliche Macht innehatte.
Im Dreißigjährigen Krieg brannte das Gebäude großteils ab. Die Mönche wollten es im barocken Stil wieder aufbauen. Die Arbeit wurde allerdings unterbrochen, weil die Abtei nach Gubbio umsiedelte. Das Kirchenschiff wird abgebaut und sein Baustoff andernorts verwendet. Es bleiben nur noch der Chor und die Vierung der Kirche sowie das Torhaus übrig. Die Kirche ist im romanischen Stil erbaut. Die Fassade ist aus rosa Sandstein. Ihre beiden hohen Türme repräsentieren die Macht des ehemaligen Klosters. Im Inneren befinden sich zwei Gedächtnisgräber. Das eine ist dem Stifter Graf Eberhard gewidmet, das andere wurde für die 7 Mönche erbaut, die bei der Invasion der Ungarn im 10. Jahrhundert gestorben sind. Wir haben den kurzen Fußweg zur Kapelle Notre-Dame de Lorette auf uns genommen, um diesen Einblick und Ausblick zu genießen. Beides lohnt sich. Nach einer ausgiebigen Besichtigungs- und Essenspause geht es weiter. Wir verlassen Murbach und fahren die D429 in südliche Richtung bis Sulz-Autrin. Die Strecke von Sulz-Autrin bis Col-Amic ist sowohl fahrtechnisch als auch landschaftlich schön. Sie führt durch lichten Wald und über enge und kurvige Straßen. Nach dem Pass fahren wir die D13B6 durch Goldbach-Altenbach, ein kleines Örtchen mit knapp 300 Einwohnern, das wir jetzt persönlich nicht so sehenswert fanden. Allerdings soll die Laurentiuskirche eine Besichtigung wert sein. Wer also noch Zeit übrig hat und kulturell nicht ausgelastet ist, voilà! Der nächste größere Ort auf der Strecke ist Villiers-sur-Tour mit knapp 2000 Einwohnern. Aus unserer Sicht allenfalls sehenswert ist die Kirche Saint-Didier wegen ihres Seitenaltars und zweier Darstellungen von Paulus und Petrus. Wir haben zu wenig Zeit und fahren weiter. Ab Villiers-sur-Tour führt uns die Tour über die D1066, eine gut ausgebaute Straße, der wir durch mehrere Ortschaften folgen. Landschaftlich ist bis Fellering nicht viel zu erwarten, so dass wir hier nur einen kurzen Ausschnitt zeigen. Landschaftlich und fahrtechnisch schöner wird es erst wieder ab Husserem-Wesserling, wo wir die D1066 auf die D13B2 in Richtung Krut-Wildenstein verlassen. Zu dem Wildensteiner See haben wir im ersten Teil unserer Vogesen-Videos etwas erzählt, sodass wir den hier nur verlinken. Hinter Wildenstein geht es kurvenreich bergauf und über den Col d'Oderon zum Col de Bramont, einem Pass auf 956 Metern Höhe, den auch Fahrradfahrer gerne mitnehmen. Die Strecke ist landschaftlich schön, sodass wir euch ein paar Fahreindrücke bei Musik lassen. Die Tour führt am Lac de Longmer, ein sicherlich sehenswerter Ort, vorbei, wieder zurück nach Gérardmer. Alles in allem waren wir auf der Tour mit Besichtigung und Essenspause rund 7,5 Stunden unterwegs. Wir genießen die letzten Kurven, bis wir in Gérardmer ankommen. Mit letzten Bildern aus Gérardmer verabschieden wir uns von euch und hoffen, euch einen kleinen Einblick in die Landschaft und die ein oder andere kulturelle Sehenswürdigkeit gegeben zu haben. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.